So, und nun? Ja. Du musst das Kommando geben. Wir brauchen einen kleinen Trommelwirbel dafür. Moment. Und, nein, Mama, halt. So. Du musst über meinen Kopf, ne? Über deinen Bauch. Versuche, weit runter zu laufen. Warte, 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 warte. Drei, so, eins. Was du für schöne Beine hast. Toll. Zeig mal deine Mucke. Nein. Doch. Möchte ich nicht. Die hat tolle Waden. Man muss nicht von seinen eigenen ablenken und sagen, du hast doch schöne Beine. Wenn ich jetzt sage, du hast schöne Beine. Toll, toll. Danke. Ach, Mann, das ist anstrengend gerade, ne? Na gut, ich mache gar nicht. Doch, machst du das mit? Hast du die abgebrochene Sendung damals im Studio eigentlich weiter moderiert? Ja. Ich habe das nie gesehen. Könnt ihr euch noch erinnern, dass Sat.1 die Sendung abgebrochen hat, als Margarete sich, du wolltest dich rechtfertigen für diese ganze Steuergeschichte. Ja. Und du kamst aus deinem Schwangerschaftskind gekriegt, Urlaub zurück. Richtig. Und Sat.1 hat gesagt, nee, das machen wir nicht, Margarete. Wenn du das machst, schalten wir ab. Ja. Und dann hast du aber gesagt? Ich mache es. Und dann haben die gesagt, dann schalten wir ab. Und dann hast du gesagt? Ich mache es. Dann gingst du in die Sendung. Ja. Fingst an und wolltest anfangen und sagen, nein, ich hallo. Ich habe die Sendung sogar bis zum ziemlichen Ende gebracht, mit allen Werbepausen. Okay. Und ganz am Ende dieser Sendung wollte ich ein paar Sachen, einen Film zeigen. Zum Beispiel wurde damals behauptet, ich hätte irgendwo ein Haus gekauft und das wurde dann in Zeitungen gezeigt. Oder ich würde Waffenhandel betreiben und all so ein Scheiß. Und ich war ja in der Schwangerschaft und konnte mich nicht wehren. Und dann gab es auch viele, die das gar nicht mehr hören wollten. Die Vorverurteilung war ja schon gelaufen, die Hexenjagd. Es bleibt halt war immer im was, vollen Gange. Ja, und es bleibt halt immer und was. Und viele, die dachten, ich hätte, also es ist ja ein Unterschied, ich muss das nochmal sagen. Ich will jetzt auch nichts Verkehrtes sagen, aber zum Beispiel der Fall Hoeneß und ich ist ein ganz verschiedener. Herr Hoeneß hat einen Prozess, der hat eine Strafe bekommen, der ist ins Gefängnis gegangen. Ich hatte nur ein Ermittlungsverfahren. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer anonymen Steueranzeige, handgeschrieben auf einer Maschine. Und daraufhin hatte ich die Steuerfahndung mit der Bild-Zeitung, ja? Ja. Und danach, nach anderthalb Jahren, haben sie dieses Ermittlungsverfahren schuldlos eingestellt. Kein Prozess, weil der Prozess wird erst gemacht, wenn man genug Sachen zusammen hat, wo man sagt, so, jetzt eröffnen wir das Verfahren. Wenn du jetzt drüber erzählst, hast du dann manchmal selber das Gefühl, dass du denkst, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ist es aber auch lange her. Ach ja, und das ja, lange her, klar, aber du fragst mich ja. Ich würde ja, nee, ich nicht. Ich hätte das ich zum Beispiel Themen, so. Ich, die ich lieber habe, aber, ja, aber mal, ich sag jetzt auch nicht, da rede ich nicht drüber, das klingt ja auch wieder komisch. Ist dein Mann manchmal eifersüchtig auf die Hunde? Nein. Die verstehe ich. Mein Mann ist ein großer Tierliebhaber, Menschenliebhaber, der toleranteste Mensch, den ich kenne. Sieht doch gut aus. Es ist ein Glücksfall für mich. Ich kann es immer nur betonen. Eifersüchtig eigentlich? Und nee. Nee, das klingt jetzt so. Also ich sag mal so. Entweder du hast Vertrauen oder steck es in die Pfanne, weil wenn du immer denkst, dein Kerl geht dir fremd, da kannst du dich gleich erschießen. Kann man eigentlich? Und meine Mutter sagte immer, Reisende kannst du nicht aufhalten. Darf ich mal was so fragen? Ist eigentlich der Satz, der ist mir fremdgegangen, ist der, den ich sehr hasse. Ja. Weil ich weiß gar nicht, wer den irgendwann erfunden hat, aber der wird gerne nachmittags auf RTL verwendet. Ist doch mir wieder fremd, ja. Aber den gibt es doch grammatikalisch gar nicht, oder? Jemand geht fremd oder er geht nicht fremd. Aber jemandem fremdgehen gibt's doch gar nicht. Ich hätte gerne eine Antwort darauf, damit dieser Satz endlich mal vielleicht rauskommt. Vielleicht spielst du in der nächsten RTL-2-Folge mit. Vielleicht. Glaubst du? Frauentausch, wir zwei. Geil. Das ist ja ganz lustig. Geil. Frauentausch ohne Kinder. Was erwartet mich bei dir? Einfach nur rumglotzen. Eine leere Wohnung an der Alster mit Touristenbussen. Weißt du was? Ja, grausam. Ja, warum leer? Weil keine Hunde und keine Kinder da ja, sind. Ja, wo ist denn der Mann? Der viel, Mann von dir hat doch eine eigene Wohnung, viel oder? Viel Liebe drin. Aber wo ist der Wohnung. Mann? Bei dir. Wo ist der Mann? Ja. Sag mal. Der wohnt anderswo. Weißt du, was ich der sieht dich kaum, oder? Weißt du, was ich ein bisschen schwierig finde? Ja, bitte. Wenn man einen Hund hat, ne? Ja. Und ich sehe dann immer, dann liegt der Hund da und dann leckt er an seinen Füßen und dann leckt er noch am Popoloch und schmatzt auch die ganze Zeit beim Lecken. Das finde ich ja so schrecklich und möglicherweise schnarcht er nachts noch. Und dann sagst du, wieso, was soll denn passieren bei einer Mund-zu-Mund-Beatmung? Also es ist ja schon ein bisschen eklig. Der läuft ja dann über den Kiez, hat das an den Füßen, geht mit seinen Füßen in meine Wohnung,
und leckt die Füße was dann ab. Was meinst du, was an deinen Fingern los ist, wenn du anderen die Hände gibst, die sich nach dem Klogang nicht die Hände waschen? Ja. Das siehst du auch nicht. Also ich sag mal, es gibt ja auch medizinische Studien, die erweisen, dass Kinder aus Haushalten mit Haustieren viel gesünder sind. Also die ganzen Sagrotan-Kinder, die sind alle viel häufiger krank, wie Kinder, die sich richtig dreckig machen. Ja, genau. Wir sind nur durch den Dreck gezerrt worden, ne, Hans? Das würde mich immer so ein bisschen fertig machen und dass die manchmal so pupsen und dann essen die ja so Sachen und die Pupse riechen so unglaublich schlimm. Also das kriegt ein Mensch gar nicht hin. Doch. Doch? Ja, okay. Wenn er ehrlich und wenn ist die dann schon. Älter werden und die kriegen so diesen fischigen Mundgeruch und dass man umfällt. Wieso kennst du dich eigentlich so weil gut ich mit laufe Hunden auf, aus? Weil ich immer auf Hunde zulaufe und sage, ja, du bist ein ganz feiner und der macht einen und dann denke ich, oh mein Gott. Also ich glaube, dann hast du doch besser ein Steiftier, oder? Ja. So mit Knopf im Ohr. Ja. Der riecht immer gut. Ja, ich hab, Ted ja. Müller heißt der, den habe ich immer also, im Bett. Also wenn du sowas sagst, dann glaube ich, du brauchst doch keinen Hund. Aber Margarete, wenn man so nach Fisch aus dem Maul stinkt. Ja. Und dann sitzt der immer so. Ja, aber das sagt nur jemand, wenn du... Wenn du eine Woche, also ich glaube ja bei Ina, wenn sie eine Woche mal einen Hund bei sich zu Hause hätte, du wärst die absolute oberbekloppte Hundefrau. Wir können ja einen Leihhund machen. Ja. Margarete Scheinemacher! Juhu! Na? Hey. Du bist ja so blond wie ich. Ja, naturblond. Weil wir irgendwann nicht mehr wissen, was wir machen sollen, ne? Das war, und das verjüngt und schmeichelt. Es ist wirklich schmeichelhaft, ja. Die Sonne scheint, ja. Es glänzt. Und man es sieht gibt uns Vitalität und Lebenskraft. Die Grauansätze nicht so stark. Eben. Was trinkst du, Margarete? Jetzt haben wir es durch, ne? Ja. Haare sind fertig, jetzt kommt gleich dick und alt. Nächsten Themen. Haare dick, alt. Das kennen die Jungs doch. Ja, das kennen die von zu Hause. Ja. Du trinkst bestimmt keinen Alkohol, so fit wie du bist. Nee, ich trinke auch, wenn du mir sagst, was. Oh Gott, ich darf sagen, was du trinkst. Vorsicht. Dann trinken wir ein Bier. Ja, machen wir mit dir. Was trinkst du? Ich hätte jetzt gedacht, das trinkst du so. Was trinkt man hier, Pilz? Du müsstest mal ein bisschen durchgucken. Noch weiter durch. So. Ich bin ja so ein Sitzriese. Ja, ehrlich, ich setze mich immer auf die Füße. Das ist immer so groß. Weil ich die Füße da so drunter habe, so. Weil ich möchte immer so ein bisschen so. Ja. Margarete. Na, wenn du dich jetzt eben hättest ankündigen müssen, als wahnsinnig tolle Frau, dann hättest du gesagt, meine Damen und Herren. Jetzt kommt die Enttäuschung ihres Lebens. Nein. Nee, kann man ja auch nicht. Das ist ja komisch. Weißt du, es ist heute noch komisch für mich. Ich würde dich jetzt viel lieber interviewen als umgekehrt. Und das ist jetzt kein Scheiß. Weil ich habe immer lieber... Andere Leute, so, du auch. Mhm. Das ist viel spannender, weil man selber kennt sich. Mhm. Und man hat alles schon zehnmal erzählt. Vom Bauernhof, von den vier Schwestern, von allem. Ich komme übrigens auch vom Bauernhof. Wirklich? Aber ja nicht vom richtigen norddeutschen Bauernhof. Nein, nicht von dem richtigen norddeutschen, aber vom Niederrhein, dem Land der tausend Schweine. Gibt es denn am Niederrhein? Ich kann dir ganz viel über Schweinerassen erzählen. Ja? Ja, es gibt langrippige englische Landrassen. Die wurden dann irgendwann mal eingeführt, weil die mehr Koteletts abwarfen. Jetzt werden mich alle Veganer hassen. Bist du vegan? Prost. Nö. Nee. Prost. Margarete. Mit Herrn Maus zusammen, der ja sehr viel jünger ist als du. Ja. Könntest du dir auch vorstellen, mit so einem richtig alten Shanty zusammen zu sein? Ja, mit Hans. Mit Hans? Ja. Flotter Feger. Habt ihr euch schon kennengelernt? Der hat mich schon angemacht vor einer Stunde, ne, Hans? Das jeder. Ja, aber Hans baggert so einzigartig an. Hans ist klasse und ich habe ihn auch deutlich jünger geschätzt, als er ist. Weil Hans ist 82 und ich habe ihn 15 Jahre zu Recht jünger geschätzt. Können wir Hans mal zeigen? Ach, guck also mal. Ehrlich. Hans, und kann zu Hause was werden. Zu Hause ist was los, sag ich dir. Nee, ich finde den deswegen die auch toll. Die mochte ich noch nie. Ja, das kann ich auch mitleben. Wer wird schon von einem gemocht? Ja, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir gar nicht. Prost, Margarete, Margarete, Margarete. Bitte. Ich kenne ein Lied. Ja. Ich glaube, so 1920 rum, also ungefähr in meinem Geburtsjahr, gab es ein Lied. Nimm dich in Acht vor der Liebe Margarete, hieß das. Ah. Das fand ich auch toll. Kennt ihr das noch, Jungs?
Wenn die das nicht kennen, Margarete. Hans, du kennst das nicht? Du hast doch noch Altona als unabhängige Stadt erlebt, hast du mir erzählt. 1935. Und da war Hans 3. Habt ihr darüber gesprochen eben? Und dann hat Hans zu mir gesagt, so, und nun rechne mal nach, wie alt ich bin. Okay, und dann habe ich ihm gesagt, nicht zu alt für mich. Du kannst das aber mit dem Flirten ganz gut. Ja. Du solltest ja auch gar nicht Margarete heißen. Du solltest ja eigentlich Rita heißen. Ja. Nee, mein Vater war zu besoffen, als er mich beim Standesamt anmelden sollte. Da hatten die sich ordentlich eingelötet. Und dann ist er dahin. Und eigentlich sollte ich Rita nach der Lieblingsschauspielerin meiner Mutter heißen. Genau. Und Rita Carmen sogar. Es kommt noch besser nach ihrer Lieblingsoper. Und dann hatte er einen getrunken mit meinem Patenonkel und kam da an und sagte, die soll Margarita heißen. Margarita? Dann sagte der Standesbeamte, gibt's nicht. Dann hat er gesagt, okay, dann Margarete nach meiner Schwester und Helene nach meiner Mutter. Margarita! So ist das gelaufen, ist das geil. Und meine Mutter lag zu Hause, frisch entbundenermaßen, gleich vom Frauenarzt wieder nach Hause und war stocksauer. Und, wusste und so nicht. Wurde ich eine Margarete. Und du warst aber auf einem katholischen Mädchengymnasium, ja, ne? Aber sowas von. Beides als nochmal potenziert sich ja auch miteinander, dass man sagt, nur Mädchen auf einer katholischen Schule sind heiße Feger. Ist es so? Nee, es war so, warst du ein bisschen, wir warst waren, du ein, bisschen ein, wir waren ein sehr beliebtes Gymnasium, weil die Jungs von den anderen Gymnasien, damals war das ja auch noch geschlechtsmäßig getrennt. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch so war. Also die sogenannte Koedukation gab es noch nicht. Es wurde getrennt. Aus einer protestantischen Gegend. Die durften die wussten überhaupt nicht, dass es Katholiken gibt. Damals. Wir saßen einfach alles durcheinander und wir wurden nicht nach Jungs und Mädchen getrennt, wir wurden nach Hochdeutsch und Plattdeutsch getrennt. Ah, wussten überhaupt nicht, die wussten nicht mal, warum man Mädchen und Jungs trennen sollte. Und wieso hast du den Glauben denn bis heute nie an Gott verloren? Das habe ich nicht fertig gebracht, weil der liebe Gott war irgendwie immer mein Freund. Und ich habe dann immer mit dem lieben Gott geredet. So nach dem Motto, ey, ich habe jetzt ein Problem, was mache ich? Das war schön. Als du deine 8 Minuten Tod hattest, war das da wichtig auch danach für dich? Also ich will jetzt nicht irgendwas konstruieren, das ist ja sowieso immer schwierig bei sogenannten Nahtoderlebnissen. Aber ich glaube, also mein Mann zum Beispiel, der mich ja gerettet hat, der sagte zu mir, dass er mich keine Sekunde aufgegeben hat in diesen 8 Minuten allein im Wald. Das ist nicht so einfach, wenn plötzlich einer aus dem blühenden Leben tot umfällt. Du musst ja erst mal realisieren, der lebt gar nicht mehr. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, ich war gar nicht so verzweifelt. Ich habe ja keine Sekunde gedacht, dass wir dich nicht wiederkriegen. Und das würde ich bin ja nicht so ein Botschaftenmensch, ja. Aber es passiert ja vielen Menschen. Und ich sage immer, gib doch denjenigen nicht auf, der gerade da liegt. Und der es gerade in dem Moment vielleicht nicht zu packen scheint. Sondern gib ihm verdammt noch mal das Gefühl, dass er schafft. Ne? Und warum hast du dann so viele Hunde, wenn du schon so erfüllt bist von Menschen? Weil ich alles gerne habe. Tiere, Menschen. Ich weiß, das klingt dann immer so ein bisschen naiv. Du hast so viel, also so viele Hunde. Wie viel hast du im Moment? Ich habe 6. 6 Hunde? Ja. Die machen alle AA 3-mal am Tag. 3 mal 6 mal AA. Ja, aber ich habe gut erzogene Hunde. Natürlich können die auch mal Durchfall haben, da musst du durch. Aber wenn du ein Kind hast, das kriegt auch mal Durchfall. Ja, ja, eben. Ja? Eben. Ach, Ina, Ina, dazu habe ich dich nicht eingeschätzt. Du sagst zum Beispiel, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube aber nicht zum Beispiel, ich wenn ich früher in Jürgen von der Lippe verliebt gewesen wäre, ja, so wie du, und den ja er geheiratet hätte. Ja. Ich glaube, ich wäre mit dem verheiratet geblieben, ja, weil der mir zum Beispiel eher ähnlich ist. Der braucht seinen Raum, seinen Platz, isst gerne, ja, das tue ich macht auch gerne lustige Sachen, ist ein bisschen schräg. Aber auch sich nie zu fies mal einen blöden Witz untenrum zu erzählen. Ja, aber das ist auch in Ordnung. Ja, all sowas. Und da habe ich gedacht, ihr hättet eigentlich sehr gut gepasst. Ja. Und dann der wollte keine Kinder. Ja, das muss man ja akzeptieren. Aber ist es, kann man nicht einmal kurz, bevor man heiratet, mal... Das stimmt. Da gebe ich dir uneingeschränkt... Was heißt Fehler?
Nein, wir hatten das nicht so reflektiert. Wir fanden uns ganz toll. Na, ihr wart ein Bombenpaar. Wir fanden es noch toller, 14 Tage später zu heiraten, ohne unsere Eltern zu informieren. Das hat Stimmung gemacht, sage ich dir. Da war richtig was gebacken. Aber das ist so lustig. Ja, das war bekloppt, aber es war nicht schlimm. Es hat keinem wehgetan. Und das war alles völlig harmlos. Hättest du ihm nicht einfach ein Kind unterjubeln können? Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nicht, auch wenn du mal zufällig verheiratet bist. Und in diesem Falle war es ja Zufall. Ja. Ich finde, wenn ein Mann sagt, nee, ich will keine Kinder, dann kriege ich keine. Never. Was ich aber gefunden habe in meinem Buchladen, bei mir in meiner Straße, ist ein Weiberabend-Gesprächsstoff. Und dann habe ich gedacht, Margarete, komm. Cool, das gibt's im Buchladen. Ja, gibt's einmal als Diskussionskästchen oder Weiberabendkästchen. Und das finde ich jetzt ganz schön, weil das mal Fragen sind. Wir machen ja auch noch Bierdeckelchen, die man sonst nicht so jeden Tag hat. Und dann habe ich gedacht, würdest du dir den Namen deines Mannes tätowieren lassen? Nein. Steht auch nicht an, ne? Wäre der Rücken voll. Welcher Berühmtheit würdest du gern mal eine Nacht verbringen? Also ich weiß, ich habe mal in einer Sendung, war das, ganz doll auf Alain Delon gestanden. Ist aber auch schon viele Jahre her. Und ich fand den toll. Ich fand den irgendwie so toll. Und alle Kolleginnen fanden ihn toll. Und nach der Sendung hat er jeder Frau ein Autogramm, Fotos, alles gemacht und jeder Frau das Gefühl von Einzigartigkeit gegeben. Und ich konnte in diesem Moment Romy Schneider total verstehen. Ja. Ich hätte mich in ihn verschossen. Es gibt ja so, Achtung, jetzt geht die Geschichte weiter. Oh. Dann habe ich gedacht, ach, den gönnst du dir noch mal zu Silvester. Und er rief mich auch an, ernsthaft, der hat mich zu Hause angerufen. Was? Ja, so nett. On a parlé français und man hat sich gut unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ey, magst du Silvester noch mal wiederkommen? Er sagte, ja. Und er kam. Verarschst du mich jetzt gerade? Nein, ich freute mich. Und was hat der Mann? Eine Magen-Darm-Grippe. Nicht, weil ich was mit ihm vorhatte. So, da rief mich dann meine Aufnahmeleiterin und sagte, komm mal gucken, wenn wir den wieder fit kriegen bis zur Sendung. Und jetzt lag er da. Es ging ihm schlecht, was man ja versteht. Er sah irgendwie scheiße aus. Und da dachte ich, ach, das hast du auch zu Hause. Und dann habe ich das Kapitel für mich beendet. Wirklich? Sterblich. Auch diese Männer doch sind sterblich. Bist du schon mal von einer Frau angemacht worden? Ja. Ja? Sie war in der Entourage eines Promis nach der NDR-Talkshow. Und jetzt muss ich den Namen Howard Carpendale ins Spiel bringen. Er saß hier und da saß die Dame und hier sitze ich. Und auf einmal fühle ich ein Bein und Huch, den Tisch. Oh, Entschuldigung, ja? Nee, mach nix. Gefühlvoller ein Bein. Ja? Und dachte noch, Howard. Hoffnung stieg in mir hoch. Der hatte gerade noch in der Sendung über seine große Liebe zu Denise erzählt. Und ich dachte, ja, komm mir mal durch die Tür. Und dann gucke ich so runter und ziehe einen Damenschuh. Boah, und das hatte ich so irgendwie nicht auf dem Verschisse. Nee. Ich hatte keinen Plan für einen Damenschuh. Nein, und es ist aber ja auch unangenehm. Und die hat später versucht, noch in mein Zimmer reinzukommen. Ich schwör's. Da habe ich Angst gekriegt. Die hat gedacht, du stehst auf Frauen vielleicht. Ja, das wirft einen ja in eine Krise. Aber hast du jemals innerhalb von 24 Stunden mit zwei Personen geschlafen? Ja. Was? Ja. Mit meinen beiden Jungs in einem Bett. Ach so. Ja. Wollen wir mal singen? Ja, gerne. Ja, das machen wir. Ja, das ist auch. Dann heben wir die mal auf für nachher. Gucken, was der zweite Gast sagt. Ich hatte bei dir komischerweise die Idee, ich wusste, dass wir zwei an sowas nämlich Spaß haben. Mach ich ja sonst gar nicht. Ich habe die Frage gerade gelesen. Ja, welche war's? Aber du hast dieselben Filme geguckt wie ich, glaube ich. Welche Filme haben wir denn so geguckt? Ja. Ich war gar kein großer, glaube ich, Filmegucker. Guckst du gar nicht so viele Filme? Wenig. Ja, seitdem es Nachos gibt im Kino, bin ich da nicht mehr gesichtet worden. Also ich glaube ja bei Ina, wenn sie eine Woche mal einen Hund bei sich zu Hause hätte, du wärst die absolute oberbekloppte Hundefrau. Wir können ja einen Leihhund machen. Also du wirst, boah, ich will es mir gar nicht vorstellen. Das muss dein hören. Baby, dein alles. Darf ich dir sagen, welche Band ich je da hatte, die ich am tollsten von allen Bands fand? Die kommen von ganz weit weg aus Kanada. Wow. Und ich freue mich so und bitte begrüßt mit mir Half Moon Run! Hey. Get by.
off, kneeling at the back of the church, feeling water on your brow with its healing, it hurts. At first to sharpish pain, they returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. Now watch as your head turns full circle. All hopeless with the coffee and the medical text is too easy, knowing nothing, blowing up the rest and the riddles in the pages, leave it too much to guess, and the worry cracks a fracture from the hip to your chest as I watch as your head turns full circle. Son of honor in the way that they look, and the crooks live on the island to kill and to keep running. They're burning 7 tons of plastic, and it seems to be working. Is that the best that I can do? Oh, so watch as your head turns full circle. Even tempered though you look so deceiving, the sparks are always fine, cause you took for a leap with the heart of a child in the weight of the bullet. So wonder why I don't try to feel a wall around you. My watch, it's your head, it turns full circle. Mal hier. Genau. Ich darf das zurückgeben, ne? Danke. Vor 9 Jahren schon mal hier. Hast dich gar nicht verändert. Nein, ich weiß noch, es war kurz nach dem Krieg. Ja, damals. Genau. Es war kalt gewesen. Es war kalt, wir hatten, wir hatten nichts. Stimmt es, dass du Schlagzeuger bist manchmal auch? Ja, unter anderem. Also, mit deiner Band auch? Ich bin auch ohne Schlagzeugerband. Andersrum, also reziprok. Ohne Band, ich brauche, also zum Schlagzeug spielen brauche ich, kann auch allein. Hast du zu Hause bei dir ein Schlagzeug stehen? Ja, ja. Könntest du dich jetzt auch einfach daran setzen und uns ein Solo, weil Margarete wünscht sich das so, weil die fragte mich gerade, ob ich wüsste, dass du Schlagzeuger bist. Und ich sagte, ehrlich gesagt, nein, aber wir können ihn ja mal fragen. Das ist natürlich jetzt eher ein Amateurschlagzeug, sag ich mal, aber... Das ist dann schwer, ne? Ja, aber mein Lehrer hat immer gesagt, ein guter Musiker kann auch, sag ich mal... Aus Scheiße Gold machen. Ja, richtig. So, ist ja auch nicht so leicht. Aber hast du jetzt gar keinen Bock drauf, oder? Och, wenn es gewünscht ist, doch. Also, ja, ich würde es ganz gerne mal hören. Es ist so, aber du bist ja sehr, sehr schlank. Also ja. Unglaublich schlank. Das heißt, du kommst da jetzt so, dir bleib bitte da einfach. Weil, ja, bleib, ich will dich überhaupt nicht weggehen. Nicht weggehen. Und ich halte auch alles fest. Was soll ich denn spielen? Mal irgendwas, wo du ein bisschen auch angeben kannst. Ja. Du hast ja sonst nicht so viel zum Angeben. Und ja. Deswegen dachte ich jetzt gerade, also dass wir Frauen sagen, mein Gott, der Olaf. Oh. Das gibt's doch nicht. Also Frauen finden zum Beispiel das gut? Ja? So? Draufhauen. Ja, ja. Männer stehen eher so auf...
Und wenn man das dann kombiniert, also wenn man jetzt Bumm und Chuck, also geschickt, rhythmisch ordnet, dann ergibt sich ja so eine Art Rhythmus. Bum, Chuck, also ja. Zum Beispiel, das ist alleinischen Wahnsinn, oder? Ich habe das schon öfter gehört. Ja? Ja. Also mir gefällt das immer wieder. Also ich kenne auch noch einen anderen Beat. Oder variiert. Beziehungsweise andersrum. Und hier, das ist total cool. So, Margarete hast du schon im Sack, Olaf. Tschüss. Nee, komm her. Wir wollen was. Wir trinken was. Ich meine, wir trinken schon die ganze Zeit. Was trinkst du denn? Eine gepflegte Weißweinschorle. Ah, ja, wirklich? Oder eine ungepflegte, noch besser. Ach, wir nehmen erstmal eine gepflegte und dann gucken wir mal, wie es läuft. Olaf, ich hätte bei dir gedacht, du trinkst Bier, weil du so bodenständig bist. Nee, ich bin ja Intellektueller. Ja. Ah, ja. Du bist eigentlich der Bundes-Olaf und der Zentralschubert. Ich kann mir diese beiden Dinger immer nicht merken. Genau. Aber das ist ganz schön. Du hast dich selber zum Bundes-Olaf gemacht, ne? Nein, Gremien haben mir dieses verliehen. Ja? Diesen Titel, ja. Ich würde mir nie anmaßen, mich selbst damit zu schmücken. Es war eine Instanz, vermutlich niedere Struktur, aber ich habe das Urteil dieser Jury akzeptiert. Du lebst ja in Dresden und der Dresdner ist ja sehr froh, dass es dich gibt, weil die natürlich sagen, sie freuen sich so, dass es jemanden gibt, der so schlau ist, also der Bundes-Olaf und Zentralschubert ist und Dresden in Deutschland so vertritt mit diesem Dialekt und mit seiner Meinung und so. Nee, ich vertrete in erster Linie meine eigene Meinung und selbst damit habe ich schon Probleme. Also nein, für eine ganze Stadt zu sprechen, das ist schwer. Ging die Karriere als Bundes-Olaf eigentlich los wegen des Polunders oder trotz des Polunders? Ist das immer dieser eine? Nee, ne? Nein, man braucht mehrere im Tresor. Dünn aus, ne? Ja, das ist aber gut. Ich trinke Quantum. Also extra dazu gesagt wahrscheinlich. Solltet ihr mir eine Weißweinschorle geben, macht sie nicht so stark. Na ja, ja, mal sehen. Ja, Leute, ich freue mich. Bin mal wieder die Einzige, die säuft. So, dann mal Prost. Wo ist die Elbe schöner? In Dresden oder hier in Hamburg? Also bei uns ist sie breiter, muss ich sagen. Also. Sag mal. Ja, und sauberer, glaube ich auch. Aber die Substanz ist doch überwiegend H2O. Also. Ein Fluss, ne? Ja, wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber dieser Polunder, war das so deine Idee, als du gesagt hast, ich ziehe jetzt mal durch die Republik und dann nehme ich den. Weil wir haben versucht, ehrlich gesagt, den für die Sendung irgendwo aufzutreiben. Nee. Er ist nicht auftreibbar. Nein, der wird wirklich nur im Erzgebirge bei Vollmond von blonden Jungfrauen gestrickt. Also das ist wirklich ein heidnisches Brauchtum. Waren da schon mal Mottenlöcher drin? Nein. Aber es wurde behauptet, meine Mutter kann sich nicht erinnern, ich wäre damit schon auf die Welt gekommen. Ja? Ja. Du selber hast ja auch Kinder, ne? Sind die auch mit so kleinen Polünderchen auf die Welt gekommen? Nein. Das war ganz anders. Das fing mit Geschlechtsverkehr an und so. Also, aber Geschlechtsverkehr im Polunder, du dann und dann die kleinen Babys? Selbstverständlich, der Polunder bleibt an. Immer. Natürlich, ja, klar. Und ist der Handwäsche eigentlich? Da müsste ich jetzt meine Lebens... Also die... Aber du warst ja lange mit Carola zusammen. Das hast du ja über Jahre erzählt. Mhm. Ne? Carola, deine Freundin, jetzt hast du dich aber getrennt. Und tust jetzt quasi durch die Republik mit dem Thema, dass du sagst... Du tust jetzt so, als hättest du dich wirklich vorbereitet. Ist das blöd? Nein, ich bin ja überrascht. Das ist ja Qualitätsjournalismus. Oder? Ja. Und du hast jetzt gedacht, nachdem jetzt Carola weg ist, von der du ja 4 bis 6 Kinder hast. Sieben? 4. 4 also Kinder? Also bis zur Scheidung dachte ich 4, dann stellte ich raus, es waren nur 3. Oder war eins von... Es waren nur 3 von dir, aber... Das klingt immer wie so ein doof Witz, aber der eine war von den Nachbarn. Sah man das? Fand ich doof, denn den fand ich gerade eigentlich wirklich mal am sympathischsten. Oh, also Scheiße. Das ist auch ärgerlich, ne? Ja. Wo du mit Carola ja nicht mehr zusammen bist. Warum hast du einen Schluss gemacht?
Zu intim, ne? Nein. Kann man doch drüber reden, oder? Ja, es... Nein, es war jetzt nicht in dem Sinne geplant. Wir sind halt, sag ich mal, differenten Temperaments. Sowas kristallisiert sich ja dann oft erst auch im reiferen Zyklus heraus. Weil es langweilig wird in ein paar Jahren. Na ja, ja, ich bin halt auch so ein Alpha-Olaf. Ein Heißsporn, wie man so ja. sagt. Ich habe dann, sag ich mal, so einen urologischen Abstecher unternommen. Und das war natürlich ein Fehler. Ach, also, du bist fremdgegangen. Ja. Und es war natürlich doppelt falsch. Also es war bei uns zu Hause und dann hat uns quasi noch in Flagranti erwischt. Ne? So. Olaf. Und da war es schon irgendwie ein bisschen angefressen. Als Mann spürt man das ja irgendwie. Ne? So, und aber wir haben es noch versucht. Aber wie es so ist, dann irgendwann ist Thrombose im Gefäßkanal und dann... Ja, ich meine... Aber es ist so, du bist jetzt mit Carola jedenfalls nicht mehr zusammen. Und wer ist jetzt Pamela? Pamela, wie sagst du? Naja, also sie ist aus dem angloamerikanischen Sprachraum, da sagt man ja richtig Pamela. Ne? Und woher kommt sie denn? Sie ist im Prinzip eine Kollegin von dir, also eine Background. Also du bist ja, du bist ja. Ich bin ja Frontfrau-Sängerin. Du bist ja Rampensäulen. Sie ist Background-Sängerin bei. Ja, bei. Eine Künstlerin, die ich schon sehr lange schätze und verehre. Susi Quattro. Kennst du Susi Quattro? Ja. Ja? Die? Na, ich kenne die. Susi Quattro, ich kenne nicht Susi Quattro ist ein Künstlername, die ist ja geboren in Stereo. Und weil ich sie halt schon so lange kenne, war auf Tournee und wie es so ist. Darf ich mit dir noch ein bisschen weiter über Frauen natürlich, reden? Natürlich, selbstverständlich. Ist es okay? Oder was du generell über... Warum kriegen die Deutschen... Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du eine sehr gute und erklärbare Meinung darüber hast, warum die Deutschen nur 0,7 Kinder pro Mensch oder pro Paar? Wie wird das eigentlich gerechnet? Die Deutschen kriegen zu wenig Kinder. Aber alleine kriegst du es ja auch nicht so hin. Ja, aber sind es denn 0,7 pro Kopf oder sind es 0,7... Vielleicht pro Genital, ich weiß es ja. nicht. Aber wie ist es denn? Wie wird es denn gerechnet? Ja, ich denke mal, es hat der Deutsche ist jetzt nicht unbedingt... Der große Liebhaber, oder? Was? Also, aber Entschuldigung. Na, es gibt doch andere Nationen, also ich sag mal, Frankreich. Ne? Also es gibt, in Frankreich sind doch sogar liebespraktische Betätigungen, ne, französisch. Ja, okay. Ist eine sehr benutzerfreundliche Anwendung. Griechenland, griechisch, deutsch bedeutet vielleicht, dass es pünktlich losgeht. Aber es, naja, ist jetzt nicht so. Was hat denn jetzt Pamela, was Carola nicht hatte? Taille? Und? Was ist bitte? Heißt sie wirklich Pamela, die neue? Nein. Ja, es ist schon ein bisschen Internet. Jetzt, bitte. Ich klett mich mal auf. Ja. Ich bin aber ich stehe auf Verleitung. Die existiert, die Pamela. Ja, natürlich. Und die Carola existiert auch. Also jetzt nicht mehr zentral in meinem Leben, aber natürlich mit Kindern ist man ja immer verbandelt, oder wie man... Ich sag mal, wenn ich jetzt Carola wäre, der hätte morgen keine Zähne mehr. Was hältst du von, Emanzipation? Bist du jemand, der für die Emanzipation ist? Ja. Oder ist es eher eine Katastrophe, dass es überhaupt stattgefunden hat? Nein, eine Idee, in deren Zeit gekommen ist, diese Energie kann man nicht aufhalten. Also das... Findest du nicht schlimm? Nein. Frauen bei der Bundeswehr? Problem? Also solange ich nicht hingehen muss zur Bundeswehr, dürfen alle. Also, warst du nicht bei der Bundeswehr? Nein, natürlich nein, nicht. Nein. Wieso, wie alt warst du denn da dann? Da war ich 89, da war ich 3. Und... Da hat sich das schon erledigt, ne? Ja, da war das. Ja, ja, hast du Glück gehabt. Dankeschön. Aber du hast ja... Ich dachte, dass ich wieder mitnehme. Ne? So, Caramba, ne? Und guckst du Frauenfußball? Uff, nein, das jetzt nicht. Das ist jetzt bei den Paralympics mit irgendwann, ne? Im. Guckst du Frauenfußball? Margarete, stimmt gerade. Halt mich fest. Ich könnte mich totlachen darüber. Ich bin jetzt kein Sportfan, aber ich weiß, dass die deutschen Frauen gut sind. Ja. Goldmedaille. Goldmedaille? Ja. Mehr war nicht drin. Jetzt bald.
Aber okay, ich habe hier noch Sex groß stehen, aber ich weiß gar nicht, warum jetzt so. Was? Warum hast du das stehen? Da steht Sex. Hast du schon mal einen Orgasmus vorgespielt? In der Öffentlichkeit oder wie? Oder? Nee, so zu Hause im Bett. Ach so, also so, dass man vielleicht so den emotionalen Überschwang noch so ein bisschen extrahiert. Durch orale Lautgebung so. Oh. Ja, so. Dass man am Ende gar nicht mehr prüft. Das klingt aber im sächsischen Sprachraum auch immer ein bisschen, wenn so Carola so irgendwie. Carola. Und beim Sex Licht an oder Licht aus? Das entscheidet die Frau, sag ich mal, durch ihr Aussehen. Also. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja. Also man kann ja nicht immer jetzt alles. Nee. Ich brauche hier nicht mein altes Getränk zurück. Du, benutzt du feuchtes Toilettenpapier? Hä? Was denn? Ich muss ja irgendwas fragen. Feuchtes Toilettenpapier. Ja, und ich finde es ganz schön, ihm so Sachen zu fragen, die er nicht jeden Abend auf der Bühne macht, sondern ich sehe ja, wie es arbeitet da oben. Also ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der es für mich nass macht. Also ich sag mal so. Bist du bei Tinder eigentlich? Nee. Kennst du Tinder? Ja, ich habe das schon gehört. Das ist eine Plattform, wo man quasi eine erotische Gespielin, ne, so eine Lustursel irgendwie abgreifen kann. Genau. Ja, aber da hört man ja immer von diesen Fake-Profilen und so. Mhm. Ne, dass das, da Fake? Wird viel, Fake? Englisch. Fake? Fake, ja, das ist ein. Achso, ich habe Fake-Profil gerade. Ich dachte gerade Olaf. Nein. Das ist gar nicht dein Wortschatz. Nee. Ja, ich finde, es ist auch einfacher, wenn man sich auf dem direkten Weg kennenlernt, wenn man sieht jemanden und man sagt, wie es ist, dann sagt man einfach, pass auf, ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Das ist gut. Genau. Wie machst du den Frauen an? Hast du so Anmachsprüche oder Nein. was? Nein. Gibt's auch nicht. Das oder machen die dich eher an, weil du so hilflos wirkst natürlich nur. Genau. Aber du bist natürlich ein stilles Wasser, das sehr, sehr tief ist. Ich, weiß, ja, ich glaube, so diese festgefügten Schemen. Jetzt haben wir es. Schemen. Das war eine orale Spaß mir hier. Mensch, Schemen. Die festgefügten. Das ist, glaube ich, viel besser, wenn man so immer so ein bisschen. Na und hey. Ja. So, glaube ich, die Energie eines Olafs ist doch Wachsein. Die entscheidende. Ne? Ja, Wachsein. Die Energie, Wachsein. Präsenz zeigen. Und dann aus dem Hinterhalt plötzlich zuschlagen. Verbal. Jetzt, verbal. Okay. Der Geschlechtsverkehr muss einvernehmlich sein. Ja. Na, natürlich. Nein heißt Nein. Bist du ein Bausparer? Ich muss allerdings dazu sagen, dass mit diesem Nein heißt Nein, das führt in Sachsen oft zu Missverständnissen. Denn man sagt ja in Sachsen auch so, immer so Nein damit. Das nutzen manche aus. Ihr sagt ja immer dieses Nu. Nu? Nu? Ja. Warum eigentlich? War das immer schon so? Das ist semantisch über Jahrhunderte vermutlich. Ist das unser Ne? Also dass genau. Wir sagen, gut Ne? Und so sagt ihr gut Nu? Genau, Nu, machen wir so, Nu. Ja, Mann, ey. Nu. Warum finden wir Frauen das Sächsische, also den Dialekt, häufig so unerotisch? Man hat mal irgendwann wissenschaftlich festgestellt, weil der Unterkiefer irgendwie Das hat das aber, ist, es ist aber Millimeter. Es ist ein Millimeter, steht der Unterkiefer ein bisschen weiter vor als bei uns. Und nicht mehr. Das ist fies. Ich glaube, das sind so diese. Im Dunkeln hätte ich jetzt Angst vor dir. Ja, wenn es dunkel wäre. Du hast wär. Aber natürlich auch vor der Haustür. Ein Kind, was sich unheimlich gut eignet, um das nach vorne zu schieben. Ist so, ja. Ich glaube, das ist diese Aneinanderung von O und U Vokalen. So diese das kommt so ein bisschen tump animalisch rüber, glaube ich. Ja? Aber das Bajobarische hat das ja auch irgendwie so. Aber lustigerweise anders. Also das finde ich ja wieder sexy. Ja, aber warum auch ist das so? Ja, weiß ich würde so gerne wissen, warum. Ich glaube, weil die Frauen dann auch noch diese Tracht dazu haben.
weil die Möpse noch so rausgucken. Da werden ja die Primärreize hochgeschnallt, ne? Stellenweise okay. Wirklich... Bis zum Kinn? Bis über die Hüfte, ja. Okay. Und... Das bleibt natürlich nicht folgenlos. Ne? Trauerst du der Ostmark nach? Nein. Wer ist das Westpendant zum Sachsen? Ich glaube schon der Schwabe, oder? So der Baden-Württemberger dort unten, so Süd, Teutonien, also... Ich wüsste es auch nicht, aber jetzt, ich würde auch ein bisschen sagen der Schwabe, weil der auch einen extremen Dialekt hat. Ja. Ne? Würdest du auch mit schlecht gekleideten Frauen ausgehen? Mit schlecht gekleideten Frauen geht man ja eher ein. Ne? Also, aber ich sag mal, Äußerlichkeiten sind für mich nicht primär. Also das ist nicht das Entscheidende. Also, sondern, haben wir schon ein bisschen besprochen, aber so auf den Punkt gekommen bist du noch nicht. Die ja, Taille, hast du gesagt. Die Taille, na ja, der Mensch ist immer so, er beurteilt das, was er sieht. Ne, da ist es wirklich erwiesen. Ich glaube, attraktive Frauen bekommen ja viel öfter gesagt, sie sind aber attraktiv. Als nicht attraktive Frauen? Naja, als jetzt eine Frau, wo man eher sagt, ne, so eine muss es auch geben. Und, aber für mich wäre der Charakter schon also sekundär, muss ich wirklich sagen. Steigt dir dein Ruhm zu Kopf? Nein. Ich bin Mensch geblieben, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr nötig hätte. Ne? Also. Ganz gut, ne? Ja. Machst du FKK? Ich war zweifacher Vize-FKK-Meister in der DDR. Der war sehr gut. Ja. Warte, wie sieht dein persönlicher Schlabberlook aus? Hast du ich habe so einen Freizeitpolunder. Ne, da. Und dann bin ich so richtig lässig. So. Das, also dann aber heute siehst du lustigerweise wirklich ganz... Es ist jetzt heute aber auch eine Mischung zwischen der Bundes-Olaf geht auf die Bühne und hat was zu sagen und der Olaf, wie er auch abends zu Hause sich eine Pizza bestellt. Ja, das natürlich. Sieht ja ganz... Ganz gut aus. So. Schuhe sind ja modern. Ja, und auch so ein schöner, leichter Laufschuh. Ja. Und Übergangsschuh fast. Übergangsschuh. Weil es ist ja auch draußen in der Temperatur. Aber die Jeans ist doch. Ist die modern eigentlich? Ich wüsste es jetzt nicht. Ist es modern? Keine Ahnung. Ich würde sagen, es war zumindest mal modern. Ja. Also, oder ist es schon wieder? Ich glaube, ich habe die aus Solidarität gekauft. Das ist so eine Kinderarbeitshose. Oh. Und Margarete, Entschuldigung. Stell dich nicht so an. Dann mach doch einen Witzmensch. Ja, ich habe es doch verstanden. Ja, aber ich finde die schon pfiffig. So, ja, die also, ist oder? Pfiffig, finde ich auch. Aber und dann damit sieht es wirklich gar nicht so schlimm aus, weil ich habe dich wirklich sehr viel schmieriger in Erinnerung. Echt, ja? Ja, richtig schmierig. Was hast du schön gesagt? Warum bist du so dünn? Machst du Diät? Ich bin untergewichtig, aber überbegabt. Verstehe. Und manchmal, wenn du dein Jackett nicht anhast, dann bist du so, hast du gar nicht... Ektomorph. Macht dich schon ektomorph. Ich bin dermaßen ektomorph, das ist Wahnsinn. Also ich bin, glaube ich, einer der ektomorphsten Typen überhaupt. Du sagst ja mal, du hast dir die Muskeln absaugen lassen, ja. Extra, ne? Damit es schön aussieht. Es musste abgesaugt werden, ich wollte es weglasern, aber das ging nicht. Also das, Du? Hm? Hm. Darf ich dich was fragen? Na klar, frag. Wenn du jetzt hier singst, jetzt gleich. Ne? Hey, hab ich was verpasst? Nein, aber also, das ist mal ganz sehr lustig. Ja, klar, ist das denn, ist das Singen wirklich eine Leidenschaft von dir? Ja, unbedingt. Also, ich glaube, neben der Malerei, der Bildhauerei und, und der Quantenphysik ist die Malerei... Quatsch, warum ging es um... Die Singerei. Ja. Würdest du jetzt zum Beispiel schon mal da runterhüpfen und ja, du gerne. Würdest deinen Song singen okay. und entertainen und singen und die Band ist sehr vorbereitet?